Ey, wie cool, da steht wer drauf. Kann ich den gut durchschmeißen? Warte, 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 ich klaue ihm sein Gefährt. Die Leiter, kann ich da einfach... Ja! Ja! Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal des Hundes. Wir sind back am Start in der GTA 6 Beta. Nee, Spaß beiseite. Das, liebe Leute, ist 1.7.1. Das ist einfach GTA in Brasilien. Ist an sich... Finde ich optisch mal gar nicht so schlecht. Wir zocken das einfach heute und sehen, wie sich GTA in Brasilien anfühlt. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefällt, lasst eine positive Bewertung. Da würde mich sehr freuen. Lasst auch kostenlos ein Abo da und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr hier auch keine Videos mehr. Würde mich sehr hart freuen. Es ist halt komplett Open World. Es gibt auch keine Story oder so. Das heißt, wir müssen uns selber überlegen, was wir machen. Wir klauen mal irgendwas. Das klauen wir dann am besten. Das Auto da vorne. Die Dame, hallo? Oh, ein Markt, 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 Markt. Oh, nix. Ballapf! Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, der prügelt sich mit mir. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Hilfe, helfen Sie mir, helfen Sie mir. Ich bin jetzt der Verkäufer vom Stand hier. Oh, 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 überfalle ich den gerade? Oh, warte, ich drohe mal. Da, gib mir dein Geld, mein Laden. Komm, komm. Oh ne, das ist der. Oh ne, aua. Oh ne. Oh, jetzt aber hurtig hier. So, das ist mein Laden hier. So, Leute, ich verkaufe jetzt hier frische, oh, das sind Orangen und irgendwie Kohl. Ich verkaufe frische Orangen und frischen Kohl. Ja, schnell weg hier aus dem Markt, schnell weg. Wobei, ich nehme nochmal so eine Dings mit. Ich krieg von Ihnen einmal bitte hier diese, die Ananas, die ganz, aua, ah, der kann gut hauen. Oh, der haut mich gut. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, nein, 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 weg, 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 weg. Warte, man kann ja hier, glaube ich, stimmt, man kann ja hier in Häuser gehen. Das habe ich ganz vergessen. Du kannst einfach random in Häuser gehen. Aber die werden die Polizei anrufen, wenn ich da jetzt reingehe. Guten Tag. Ja, guten Tag. Die Gissis da haben schon ihren Fernseher bezahlt. Die Gissis da, hallo. Haben Sie Ihren Fernseher angemeldet? Weil ich sehe hier ein Rundfunkgerät. Die Dame, es tut mir sehr leid. Ich muss hier... Bitte einmal... Die Dame, bitte... Ah. Hallo, guten Tag. Perfekt. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Oh, geil, Pizza. Kann ich Pizza liefern? Guten Tag. Ja, dann bin ich dabei. Ich bin jetzt Pizzalieferant. Lieferando. Ich weiß nicht, wo ich hin... Ah, da vorne muss ich hin. Okay. Ich krieg einfach 180, was auch immer da sein soll. Ah, tut mir leid. Haben Sie Pizza bestellt? Auf geht's, Leute. Unsere erste Lieferung. Guten Tag, frische Pizza. Guten Tag. Warum abgesagt? Ich bin doch hier. Frische Pizza. Hey, warum holt jetzt Polizei? Ich habe doch frische Pizza gebracht. Meine Güte, soll ich sie so antun? Ich war schnell. Nicht mal Trinkgeld bekommen. Gar nichts. Entschuldigung. Danke. Entschuldigung. Danke. Ich klau das Ding. Das ist... Oh, cool. Ey, wie cool, da steht wer drauf. Kann ich den runterschmeißen? Warte, warte, warte. Ich klau dem sein Gefährt. Die Leiter. Kann ich da einfach... Ja! Ja! Oh, wie geil ist das denn? Oh, Polizei. Entschuldigung. Ey, aber... Ich muss sagen, so, es ist ein bisschen laggy, das Game an sich. Aber ich finde optisch und vor allem die Leute, wie sie sich verhalten, finde ich voll geil. So, ich arbeite jetzt bei Expresso. Das ist direkt hier nebenan, ne? Kann ich jetzt einen Job annehmen? Nee. Ja, ich bin jetzt aber Postbotenmitarbeiter bei Expresso. Wir bringen ihre Post mit dem Leitermobil. Oh, hier vorne sehe ich gerade was. Ist denn das Dealer? Ich kann für die arbeiten. Dies ist ein kriminelles Unternehmen. Die Vergütung mit... Das heißt, ich muss nur was? Okay, jetzt bin ich wirklich Postbote, Leute. Ich habe jetzt wirklich was dabei, ne? Ich habe jetzt wirklich was dabei. Ich bin jetzt echter Post... Ja, Lieferung. Ja, ganz normale Postlieferung, Leute. Alles okay. Hallo, ich habe Ihre Ware. Ich habe... Ich bin der Postbote. Servus. Bei uns zockt mal Servus. Nimmst du das jetzt, oder? Ich habe noch einen weiteren Lieferdienst. Entschuldigung. Der Herr, bitte. Es tut mir sehr leid. Ich muss einmal bitte hier umdrehen. Oh, abgesagt. Warum? Ne, verstehe ich nicht. So, wo kriege ich jetzt eine Waffe? Ich brauche eine Waffe, Leute. Ich habe noch keine Waffe. Schauen wir nochmal nach hinten. Da war das illegale Viertel, glaube ich. Da fahre ich dann nochmal hin. Ah, hier hinten chillen sie. Ja, da sind sie. Guck. Da ist er. Guck. Da haben wir ihn schon. Unser persönlicher Waffenlieferant. Schau mal, was der alles hat. Ich nehme Pistole für den Taui. Nimm mich mit, ja. Jetzt haben wir noch 11 Dollar übrig. Mit den 11 Dollar kann ich mir vielleicht irgendwo... Weiß ich nicht. Wobei, ich überfall jetzt, Leute. Jetzt will ich erst probieren. So, Hände in die Luft, das ist ein Überfall. Überfall, 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 Überfall. Überfall, ey! Ich hab ganz gechillt, gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Was ist denn los mit dir? Gib mir dein Geld. Ich will dein Geld. Wo ist denn dein Geld? Was ist denn falsch mit dir? Weißt du was, ich nehme dich jetzt, ich nehme jetzt das Geisel mit, komm. Wie werde ich die wieder los, die Geiseln? Wie tue ich die? Ich krieg die nicht mehr los. Ich krieg die nicht mehr los, Leute. Ah, hier so. So krieg ich sie los. Ey, Balololo, du bleibst jetzt stehen, du gibst mir jetzt. So, hallo. Was machst du denn? Du gibst jetzt dein Geld. Ey, Bruder, 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 ey. Brudi. Du gibst mir dein Geld. Haben die alle kein Geld dabei? Oder mache ich was falsch? Mache ich irgendwas falsch? Angriff?
Oder ist das eine falsche... Ah, das ist eine falsche Übersetzung. Angriff ist, wenn du jemanden überfällst. Ah, ich muss E drücken. Mein Gott, ey, diese Übersetzung. Ich stelle das aber gleich auf Englisch wieder um. Hallo, du, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld. Auf öffentlicher Straße. Gib mir dein Geld. Ey, Bruder, was verstehst du nicht schon? Gib mir dein Geld. Oh, 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 jetzt kommt die Cops, jetzt hab ich geschossen. Entschuldigung, der, tut mir leid. Entschuldigung, tut mir sehr leid. Oh, Tankstelle, kann ich die Tankstelle überfallen? Probieren es mal, können wir da rein? Mal. Ja, ich kann da rein. Oh, das ist eine Toilette. Das ist. Oh ne, Polizei kommt. Also, es hat schon mal einen Toilettenbonus. Man kann hier auf die Toilette gehen anscheinend. Die Cops kommen, schneller. Fahr doch. Was ist denn das hier links? Schießtraining oder was? Oh mein Gott, Schießerei mit der Polizei. Ich fall genau da rein. Oh nee. Nein! Nee, die kommt, ich muss rennen, Leute, ich muss rennen. Nein, ich bin doch nur Postbote. Ich trage doch nur Post aus. Die schießen auf mich, die Bres schießen. Okay, ich muss jetzt in den Wald, ich muss mich verstecken. Die schießen scharf. Oh nee, die kommen, die Cops kommen, bitte sehen mich nicht im Wald. Die sehen mich, nein, die sehen mich. Hört auf zu schießen. Nee. Komm, raus. Okay, ich hab grad zwei Cops abgeknallt und hab grad den Polizeiwagen geklaut. Hui! Sirene. Ich habe immer nur noch einen Stern. Also in GTA heißt das schon zwei oder drei Sterne gehabt für Polizeiknallen. Entschuldigung, Herr Polizist. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich leid. Das ist kein VDM. Oh nein, jetzt habe ich zwei Sterne. Okay, ich weiß nicht, wie kriege ich zwei Sterne los? Ne, jetzt kommt die mit SWAT oder was? Gibt es irgendwo eine Brücke, wo ich ein anderes Ding drüber kann? Weil ich fahre schon die ganze Zeit im Kreis, komm hier. Wobei, das sieht hier alles irgendwie gleich aus, ne? Ich habe noch einen Kopf hinter mir. Kriege ich den weg, wenn ich da vielleicht... Oh nee, ich glaube, ich habe... Oh doch, ich habe noch. Ich muss nachladen. Wie lade ich nach? Fakt geht nicht im Auto. Oh, nee! Komm! Ich bin sie fast losgeworden. Oh, das Auto raucht. Ich glaube, ich kann sie loswerden. Ich hoffe noch nicht, dass das... Nein! Okay, das Auto fackelt. Ich muss raus. Uiuiui. Kann ich da rein, diese Dings hier? Nee, da kann ich nicht rein, ne? Oh, das wäre cool gewesen, wenn ich da rein... Oh, doch, ich kann hier rein. Wie cool ist das denn? Ich hab's geschafft, ich bin die Cops losgeworden, Leute. Und ich kann mich hier drin einfach übelst krank verstecken. Ich glaube, ist nicht gewollt, aber trotzdem voll geil. Wir sind wieder im Postbotenmodus. Yes. Also hier kann man nicht weiter. Hier ist eine Absprung, hier ist eine Brücke. Aber ich muss jetzt irgendwie wieder ein Auto finden. Und die Pflänzchen kommen mir aber sehr bekannt vor, ne? Denn nicht, ob das so ganz legal ist da hinten. Oh, ist ein VW-Käfer da vorne, guckt. Da ist ein VW, guten Tag, der Herr. Oh, dem gehört denn sicher. Guck mal, der alte Mann da vorne. Hallo, Ihre Post ist da. Ich begrüße Sie. Oh, das ist ein Überfall. Geben Sie mir all Ihr Geld. Oh, gib mir noch mehr Geld, komm. Aber weißt du was, komm. Nein, nicht wegrennen. Hallo, Bruder. Ey. So, die Dame. Passen Sie auf, ich nehme sie nur ganz... Hallo, stehen bleiben, die Dame. Hallo. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Du kommst jetzt mit als Geisel. So, alle Abstand halten. Hä, wo ist die Dame hin? Hallo? Da kommst du als Geisel mit, ist mir egal. Komm mit. Die Dame ist nämlich irgendwie... Die ist einfach puff, die war einfach weg. Ey, bleib mal stehen. Ey, ist das Jesus? Nee, wie heißt der andere? Der von 187, das sieht genauso aus. Geld, komm, gib her. Du weißt ja nicht, was passiert, oder du? Da ist der Opa von vorhin. Gib mir auch mal dein Geld. Komm, gib her dein Geld. Alles hergeben, was du hast. Nochmal, gib ein bisschen mehr Geld jetzt. Weil wie sie alle zu mir kommen. Wollt ihr euer ganzes Geld loswerden oder so? Ich komm vor, die wollen ihr Geld bei mir gerade loswerden. Guck mal. Guck dir mal das an. Überfahren. Ich glaube, heute ist nicht so sein Tag. Geben Sie noch mal Geld. Haben Sie noch ein bisschen mehr Geld dabei? Heute ist nicht Ihr Tag, ne? Warten Sie mal. Mein Gott, das war doch nur ein Fuß. Was ist mit der Dame da vorne passiert? Also, die wird ja angefahren von dem Auto, glaube ich, ne? Entschuldigung, ich habe ne... Alter! Die hat meine Geisel überfahren. Sie geben mir jetzt Geld, ne? Ich kann einfach am helllichten Tag hier, Leute, komplett normal überfallen und keiner sagt was. Keine Polizei, ich habe schon geschossen. Und jetzt klaue ich noch das Auto gleich. Oh, hier ist offen, hallo. Wer baut denn so sein Haus, bitte? Guckt euch das mal an hier. Kann ich hier was mitnehmen? Hallo, Mönche. Oh, Alter, schreck mich nicht so. Einmal Geld, wenn du die Polizei rufst, dann mache ich dich kalt, ne? Ja. Oder wenn du Polizei rufst, mache ich dich kalt, ne? Chill mal, ich bin gleich weg hier. Ich hab dein Grandpa das Auto gleich weggenommen. Habe ich gesagt, du darfst hier rausgehen? Habe ich nicht, ne? Komm, bleib da drin. Alter! Noch mehr Leute. Hallo, die Dame. Wollen Sie mir auch ein bisschen Geld überlassen? Ey, Leute, ich habe gleich wieder 1000 Dollar. Ich kann mir dann gleich wieder eine neue Waffe kaufen, wenn es so weitergeht. Guckt euch das an, wie die Leute mir ihr Geld geben. Die Dame bitte weggehen von vorne, ne? Das ist, ja, egal. Hab's gesagt. Aua. Alter, ist das Ding langsam, Bruder. Okay, dann sieht man sich in so einer reichen Neighborhood. Sieht auf jeden Fall so aus. Guck mal hier, die sind schon mal sehr reich aus. Da steht ein Motorrad vorne. Ich glaube, wenn wir ins Haus reingehen, kriegen wir, glaube ich, mehr Geld, ne? Ihr könnt es mal probieren. Kann ich hier rein? Ne, hier kann ich nicht rein. Zählen wir wieder Häuser, wo man reingehen kann und Häuser, wo man nicht reingehen kann. Wobei, Polizei ist vorbeigefahren, die tun doch nichts mehr, ne?
Überfall, 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 Überfall. Hey, Überfall, Überfall. Ich habe gesagt Überfall. Gib mir dein Geld. Wollt mir Geld nicht geben? Was soll ich denn machen? So, Überfall. Geld her. Geld her. Geld her. Geld her. Was ist denn mit Geld her? Alter Mann, ich habe gesagt Geld her. Ich liebe es. Dieses Spiel macht so Fun, wenn du einfach Leute anfährst. Dieser Sound einfach. Oh, Alter, aua! Oh nein, 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 nein! Ich kämpfe bis zum letzten Atem. Nein! Nein! Die Spezialeinheit hat mich bekommen mit der Schrotflinte. Und er VDM't mich weg mit Motorradl. Ja, ich war jetzt im Krankenhaus. Aber ich durfte mir eine Waffe behalten. Ich habe nur 4 Schuss drin. Ich habe immer 1300. Also so schlimm ist das gar nicht, wenn man ins Krankenhaus kommt, ne? Ey, so schlimm ist das hier gar nicht. Ich dachte, mir wird alles abgenommen oder so. Ich glaube, ich brauche ein Makeover. Ich glaube, ich brauche langsam ein Makeover. Ich sollte mich mal anders herrichten. Ich will nicht mit der Postbote sein von nebenan. Oh, nee. Also jetzt, wo ich das Postauto sehe, will ich doch nur bei der Post bleiben. Wartet mal. Oh, der fährt sich. Alter, wie der sich fährt. Der fährt sich halt wirklich schrecklich, ne? Ich merke förmlich. Oh, 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 oh. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir bei diesen Gangstern ein bisschen reinfahren? Ein bisschen Party machen. Hallo. Ihre Post ist da. Oh nein, oh nein, oh nein, die schießen auf mich. Nein, ah, nein, upala. Oh nein, weg da, oh nein. Ich hab doch nur ihre Post gebracht. Oh nein, 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 der ballert auf mich. Ah, aua, 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 aua. Der schießt auf mich. Ich steig aus, komm, die machen wir fertig jetzt. Alter, ui, geil, 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 Maschinengewehr. Gratis bekommen, gratis Maschinengewehr. Heute auf auto.de. Okay, ich habe jetzt eine Maschinenpistole. Ich muss weg hier. Ich muss ganz schnell weg hier, Leute. Oh, oh, Polizei ist da. Och nee. Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Ich hab die nicht gesehen. Nein. Jetzt habe ich einen Stern bei der Polizei und so einen Totenkopf. Das heißt, mir sind auch Gangs hinterher jetzt. Nein. Aber ich muss mich ganz schnell umziehen, wenn das klappt. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich mich hier umziehe und die mich nicht mehr erkennen. Ich ziehe mich ganz schnell um. Ich bin. Oh, die lässt mich nicht. Die lässt mich nicht. Ach nein. Ich habe die Geisel. Ich habe die Geisel. Komm, 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 komm her, komm her. Du bist eine Geisel. Du bist eine Geisel. Du bist eine Geisel. Du bist doch eine Geisel. Ah, du bist eine Geisel. Hallo. Ich hab eine Geisel hier. Hallo. Das ist ein Postladenraub. Ich schwöre, wenn sie mich rauslassen, tue ich ihr nichts. Passen Sie auf. Ich bin Postbote, ja. Ich bin unterbezahlter Postbote. Alles gut, Jungs. Alles gut. Wir gehen. Ich kann den nicht ernst nehmen, es tut mir so leid. Alles gut, Jungs, alles gut. Wir gehen jetzt. Wir gehen an einen Ort und ihr geht an euren Ort, okay? Machen wir das so. Ihr geht zurück, ich gehe zurück, ja? Ey, guck mal, die gehen nach. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt einfach abknallen oder was? Ach, was? Ich glaube, ich knall die einfach dann ab. Ich komme hier sonst nicht mehr weg, Leute. Ich komme hier nicht mehr weg. Die machen richtig Rambazamba-Stress. Ich hab die Geile, die holen mir gerade nichts. Die schießen nicht auf mich, weil ich sie hab. Ich will auch ganz normal meine Post austragen. Ich habe mich nur verteidigt vorhin. Jetzt hör mal auf zu heulen da. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Ich kann leider kein Spanisch. Weg. Ich hab gesagt, weg. Schießt jetzt gar nicht? Okay. Wundert mich ein bisschen. Oh nee, warte, ich brauch dich doch noch. Der hat die Geisel umgeschossen. Der hat die Geisel umgeschossen. Nein. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh mein Gott. Ah, ich bin hier fest. Hilfe. Nein. Geh weg, Alter. Er hat noch Munition, perfekt. Er hat noch Munition dabei. Ja, Innenräume können. Ja, ja, da gehe ich Innenräume, Fluchtweg. Guten Tag, ich bin nur ganz schnell hier, weil ich hier einen Fluchtweg brauche. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich wollte sie nicht aufwecken. Nein, 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 das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Oh, die können da nicht durchschießen. Kann nicht durchschießen, okay, okay. Oh, 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 Alter, schreckt die mich. Ich muss hier irgendwie weg, aber hier ist weit und breit kein Auto. Oh, das sind Autos, ey, Gott sei Dank. Man sagt ja immer, nimm das rote Auto eigentlich, weil das rote Auto ist immer so schnell. Aber nein, ich nehme das Ding hier. Baller. Oh nein, die kommen mit Schrotflinte. Ah, Hilfe. Die kommen mit Schrotflinte. Ey, mein Auto fackelt ja halb. Okay, jetzt muss ich da aber ganz schnell raus. Ey, die machen mir echt das Leben gerade zur Hölle, ne, die Cops. Ich komme hier nicht weiter, weil die hauen mit der Schrotflinte einmal drauf. Das Auto ist komplett im Poppes. Ach, ich komme nicht weg, nee. Oh nein, nicht da runter, nicht da runter. Alter, Alter, Bre. Ich wäre fast runtergefallen. Jetzt habe ich das nicht gesehen, dass die so runtergeht. Okay, ich kann vielleicht von Dach zu Dach springen. Geht das hier? Von Dach zu Dach. Okay, alles klar. Oh, die schießen auf mich, die schießen auf mich. Die kommen aber sicher nicht aufs Dach, oder? Komme ich auf das Dach hier? Oh, 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 oh. Wait. Ich schaffe das, ich schaffe das. Mein innerer Geist sagt, ich schaffe das. Und wie ich das schaffe. Ey, Bruder, ich komme hier doch niemals lebend runter. Ach, vielleicht das Polizeiauto da vorne klauen, ne? Ach komm, no risk, no fun. Wir müssen das Polizeiauto da vorne klauen, solange es noch geht. Ey, wo ist das Polizeiauto hin? Das ist einfach despawned. Unehre. Schnell rein da und jetzt weg. Alter, ich habe ein nagelneues Polizeiauto bekommen. Ich muss hier ganz schnell flüchten mit dem Ding. Wenn ich jetzt hier über die Schanze fahre. Hui. Da wäre ich sie doch los, oder? Hier. Ja, ich bin sie losgeworden. Ich bin sie losgeworden. Ah!
Ja, bin schneller als gedacht, dass ich sie loswerde, ne? Da steht was. Irgendwas mit Auto. Kann ich hier mein Auto verscherbeln? Oder kann ich jetzt kaufen? Wartet mal. Oh, verkaufen. Das, gerne. Geil. Ich krieg $2000 fürs Polizeiauto. Ah, so macht man hier also richtig Money in dem Spiel. Ah. Autos klauen und hier verschrotten lassen. Das ist die beste Lösung, Geld zu verdienen. Ich habe aber $2000 bekommen. Das heißt, so kannst du richtig gut einkaufen gehen. So, jetzt werde ich aber mich endlich noch beim Bus warten. Ich will hier weg. Ich will einfach weg als Postbote. Ach, guten Tag. Schön, dass man die Leute ansprechen kann. Also auf jeden Fall GTA 6 Feeling, weil in GTA 6 kannst du ja auch die Leute ansprechen und die bedrohen und so. Hat GTA 6 Feeling das Ganze. So Leute, ich würde sagen, wir fahren mal nach Hause. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Der Hype ist auf jeden Fall real für GTA 6 in Brasilien. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, liebe Leute. Haut rein, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal und Tschüssikowski.